Wir öffnen das 13. Türchen, das soll uns aber kein Unglück bringen. Ich dachte, wir machen noch mal ein Geschenk für die Lieben. Es geht ja nicht über selbstgemachte Geschenke. Wir machen uns heute einfach mal eine schöne Tafel Schokolade. Was ihr dafür braucht, ist auf jeden Fall eine Silikonmatte, Schokolade und beliebiges zum Dekorieren. Da erzähle ich aber gleich noch was zu. Schokolade schmelzen kann man mit Tupper auf dreierlei Art, entweder in der Mikrowelle. Zweite und eigentlich meine bevorzugte Methode ist die im Mikro Servier- und Dip. Nachteil 1 ist, es gibt ihn nicht mehr. Das würde mich jetzt persönlich nicht so stören. Nachteil 2 ist, ich möchte mit zwei verschiedenen Schokoladen arbeiten. Wir haben zwar hier zwei Fächer, aber da das Ganze in einem Behälter ist, ist es dann halt nachher mit dem Kippen ein bisschen schwieriger. Methode der Wahl ist die Kombi aus Shake It und Rührmix. Und dann machen wir das quasi klassisch im Wasserbad, nur ohne das Ganze auf den Pott zu stellen. Ich habe schon mal Wasser vorbereitet. Ihr kennt das schon, ihr müsst jetzt nicht weiter mich angucken, sondern ich zeige euch einfach das, was hier passiert. Also ich fülle zwei Rührmixe. Ihr seht, ihr braucht unbedingt einen zweiten Rührmix zu etwa 1/2 mit Wasser. Hier habe ich zu viel drin, das kippe ich darüber. Dann kommen da die Rührringe drauf und da rein kommt jeweils ein Shake It. Das passt da nämlich genau. So, in die eine kommt dann weiße Schokolade. Ich benutze fürs Schmelzen sehr gerne Schogetten. Aus dem einfachen Grund brauche ich nicht vorher zu klein zu machen. Die sind schon klein und schmelzen auch sehr schön. Welche Schokolade ihr letztendlich nehmt, bleibt euch überlassen. Lecker sollte sie sein, das ist ganz wichtig. Ihr könnt natürlich auch mit dunkler Schokolade arbeiten, die schmilzt nur langsamer. So, dann mache ich hier noch einen Deckel drauf. Ich habe mir übrigens schon zwei Topschaber vorbereitet. Ich habe zwei verschiedenfarbige genommen, damit ich auch nachher weiß, welches die helle und welches die dunkle Schokolade ist. Ist klar, ne? Wichtig ist, dass ihr dann auch zwischendurch mal daran rührt, dann schmilzt es nämlich schneller. Übrigens, es hätte ruhig noch weniger Wasser sein dürfen, dann hätte es auch richtig drin gestanden. Also ich habe jetzt hier 800 Milliliter. Macht mal 700 Milliliter pro Gefäß, dann kommt er, glaube ich, ganz gut hin. So, wir fangen dann mit der weißen Schokolade an. Und mache da erstmal ein kleines Muster, aber das könnt ihr im Prinzip ja schon machen, wie ihr wollt. Stell es danach direkt wieder rein, dann bleibt es auch schön flüssig. Okay, wie ihr seht, habe ich viel zu wenig Schokolade. Und
da heute Sonntag ist, kann ich auch keine nachkaufen. Machen wir mit dem, was wir haben, genug. Eine als Beispiel reicht ja auch. Ne? Dafür hat die dann ganz toll viele Schichten. Also ihr braucht pro Tafel 200 Gramm. Ja, jetzt braucht ihr die nur noch zu dekorieren. Das könnt ihr zum Beispiel mit dem Pfeffer machen. Dann habe ich hier so Marshmallows von der Kuchendekoration. Perlenzauber, also so Liebesperlen. Ich nehme jetzt mal die etwas herzhaftere Variante und nehme grobes Meersalz. Natürlich da nicht zu viel. Und für die weitere Optik dann noch ein paar rote Pfefferbeeren drauf. Ihr könnt Nüsse drauf machen. Ihr könnt verschiedene Gewürze drauf machen, Nelken, Kardamom, wobei ich das beim Essen ein bisschen schwierig finde. Im Prinzip alles, was ihr wollt. Ihr könnt sogar getrocknete Rosenblätter nehmen. Nehmt da bitte aber nur die aus dem eigenen Garten, wo ihr wisst, die sind nicht gespritzt worden. Ist sonst vielleicht nicht so schick. Aber auch sonst, Kapuzinerkresse oder so, geht natürlich auch. Vorher trocknen und dann halt klein machen, drüber machen. In der Kuchendeko gibt es auch noch zig Sachen. Insofern alles kein Problem. So, das muss jetzt abkühlen, ist klar. Ich würde es nicht im Kühlschrank tun, weil umso langsamer es abkühlt, umso schöner ist nachher der Glanz. Es bleibt bei einem Stück Schokolade und wir warten jetzt einfach mal. So, ich habe es jetzt noch mal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank getan, damit es auch richtig gut durchgekühlt ist, damit ich es leichter aus der Form rauskriege. Ihr nehmt dann die Silikonform und zieht mal ein bisschen an den Ecken und dann dreht es rum und drückt in der Mitte und dann ist es wunderbar rausgekommen. Ich halte es mal was näher. So sieht es dann von der einen Seite aus und so von der anderen. Ihr könnt natürlich da auch mehr von dem Zeug drauf machen. Das bleibt natürlich euch überlassen. Ja, schön verpacken. Wie das geht, fragt da am besten die Sabine. Die kennt sich mit sowas wunderbar aus. Und schon habt ihr ein schönes Geschenk. Und auch heute gibt es wieder was zu gewinnen. Dafür hätte ich von euch gerne gesagt bekommen, was ihr denn so gerne an Selbstgemachtem verschenkt. Ich bin da neugierig. Und dafür gibt es natürlich auch was, nämlich eine Mikroservier- und Dip. Ihr wisst, ist nicht mehr im Katalog, trotzdem genial. Unser Schokofondue, aber auch mal schön, um ein paar Dips reinzutun. Also wirklich ein richtig lohnender Preis. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.